nicht genug frisst, wirst du nie wachsen. Hallo Leute. Herzlich willkommen mal wieder in unserer deutschen Bastelstube in Elztal. Wir haben wieder etwas Neues für euch gebastelt und zwar, naja, neu ist es ja nicht, sondern eigentlich eher so eine Wiederauffrischung. Aha! Voilà! Was haben wir da? Das ist der Pferdewagen, den ihr ja schon kennt. Und zwar mit diesen 6 Gäulen vorn dran. Also ein 6-Spänner, wie man so schön sagt. Nur mit dem Problem, dass es halt vorher relativ zerfallen war. Das Teil steht jetzt übrigens schon 5 Jahre in Folge draußen. Nur im Sommer, im Winter hole ich es rein. Und der Zahn der Zeit hat dran genagt. Da seht ihr hier ein paar Bildern, die ich dafür extra vorher gemacht habe. So, nun haben wir das ganze Ding natürlich ein bisschen verändert, weil, ja, erstmal zur Tragetasche, ja, das biegt sich gerade ein bisschen verdächtig, aber es hält. Ja. Man muss damit ja nicht Fußball spielen, sondern es ist wirklich nur zum Tragen. Die Idee stammt von meinen Lokwiegen, die ich gebaut habe. Und in diesem Fall halt ganz einfach, dass man das ganze Ding dann halt auch ein bisschen rausnehmen kann. Ja, manchmal bewegt sich das auch. So, dann nimmt man das einfach raus. Vorführeffekt, ja. Und dann kann man dieses ganze Teil hochheben. Die Pferde sind so ein bisschen festgemacht mit solchen kleinen Festmacher-Dingern. Einfach nur ein paar Stahldrähte in die Luft und dann kann man die so rausheben, die Pferde. Das Problem ist natürlich, das kann einer alleine ein bisschen schwierig machen. Man braucht immer 2 Menschen. Also eine Hand für die 2 Pferde, eine Hand für den Wagen und die anderen beiden Hände für die anderen Pferde. So, dieser Typ, der, übrigens auch eine Neuerung, ne, man sieht, es wächst ihm etwas aus dem Hintern, ja, also nicht lachen. Das ist dazu da, damit der Bursche hier oben hoch sitzen bleibt, weil der ist mir im Sommer immer runtergefallen. Das sieht natürlich blöd aus, wenn er so unten liegt und die Leute kommen und wollen sich's angucken, ne? Leinen, nennt man die ja, sind ja normalerweise aus Leder. Die sind noch ein bisschen steif, weil die habe ich alle neu machen müssen, weil dieses Zeug, was ich vorher benutzt habe, das hier, das war oder ist immer noch Takelagegarn für den Modellbau von Schiffen. So, und wenn das mal 2 Jahre draußen ist, ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen, passiert Folgendes, ne? Man nimmt es, zieht ganz locker, fällt es auseinander. Die UV-Strahlung hat leider dieses Zeug vollständig zerbröselt und deswegen mussten diese Leinen ausgewechselt werden. Das ist so ein Band, so ein komisches Zeug, hat auch irgendwo noch eine Beschreibung davon. Das hierbei handelt es sich um, ich muss mal gucken, ob ich es ins Bild kriege, um Wachskordel, wie hier steht, ne? Mit Nylonkern. Dieses Zeug ist extrem haltbar, also reißfest meine ich. Ob es extrem haltbar ist, muss ich zeigen, aber ich gehe mal davon aus, dadurch, dass das halt ein Nylongewebe ist, ja, dass das eigentlich mit der UV-Strahlung sich vertragen müsste. Vorteil ist, dass das auch noch schwarz ist. Gibt es übrigens in mehreren Farben zu kaufen. Gibt es auch in braun. Und da die Dinger ja meistens aus Leder sind, passt das mit der dunklen Farbe recht gut. Die sind jetzt bloß noch ein bisschen steif, weil das wie gesagt gewachst ist. Ich gehe mal davon aus, wenn es ab und zu mal nass draußen wird und die Sonne drauf scheint, dass die Dinger sich dann entsprechend hängen. Ja. Wichtig ist halt, dass man auch so eine Tragebox hat, weil dieses ganze Zeug kann man sich bestimmt vorstellen, wenn man das alles so anhebt. Das ist alles sehr filigran. Da ärgert man sich, wenn das Zeug kaputt geht. Ist übrigens sehr nervenaufreibend, diese 6 Pferde nach draußen zu tragen. Deswegen habe ich mir halt dieses Ding gebaut. Ist ganz einfach. Wenn der Nachbar im Urlaub ist, dann geht er rüber und reißt ihm einfach ein Stück von seinem Fußboden raus. Also das ist ein ehemaliges Laminatbrett. Aus dem Zeug einfach gesägt. Die sieht man übrigens noch an dieser Nut. Die Teile zurechtgesägt, ein paar Löcher gebohrt. Das Ganze ordnungsgemäß zusammengeschraubt und schon hat es funktioniert. Die Dinger hier unten sind ganz einfach eine Holzleiste. Dann 1,5 mm Stahldraht, dass das ein bisschen nachgibt, wie man hier sieht. Ne? Macht Musik, dass diese Pferde halt schön gesichert sind. Und wenn man an dem Ding rumwackelt, man sieht es. Jetzt wackelt zwar alles, aber das hält ganz gut. Ne? Kann man sehr gut tragen. Wir können mal ein bisschen näher rangehen an das Teil, dass ihr das mal ein bisschen besser seht. Also hier sind tatsächlich die ganzen einzelnen Sachen, wie diese... Naja, also diejenigen, die sich dann
diejenigen, die sich damit ein bisschen auskennen, also die sich mit Pferden auskennen, mögen es mir verzeihen, dass ich immer nicht weiß, was wie diese einzelnen Dinger hier alle heißen. Aber zumindest hat das ganz gut geklappt, das zu bauen. Das Zeug hier, na, wie sagt man dazu? Dieses Geschirr, ne? Dieses Geschirr, das sind ehemalige Schnürsenkel. Ne? Kann man aus Schnürsenkeln bauen, die waren übrigens mal braun. Die Sonne hat das Zeug komplett ausgebleicht, sieht aber total cool aus. Ne? Auch hier vorne, diese Kandarre nennt man die, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist das Teil, was die Pferde vorne in der Schnauze haben. Auch selber gemacht aus Messingdraht. Und hier oben, das ist das ganze Zeug, was so aussieht wie sagt man, Riemen. Das ist ganz ordinäres Klebeband. Aus Klebeband ein bisschen zusammengeklebt. Und die armen Pferde mussten ein bisschen leiden, weil zum Beispiel hier dieser Knopf, ne, wenn man den hier ran, mal gucken, wenn man sehen, dieser Knopf, der jetzt schon ein bisschen verrostet ist, musste ich dem Pferd leider ein kleines Löchlein in den Kopf bohren. Aber es hat gut funktioniert. Ne. Das ganze andere Zeug kann man ja auch sehr schön erkennen, wie dieser Wagen mit der Deichsel komplett dran gebaut ist. Also so wie es wirklich im Original ist. Das ganze Zeug bewegt sich auch, ne, ist ja klar. Nur die Pferde selber sind jetzt ein bisschen weiter zusammengerückt. Weil braucht man nicht so viel Platz für das ganze Ding. Und deswegen hängt das ja alles ein bisschen durch. Normalerweise ist das alles gespannt, wenn es dann draußen steht. Ich packe es nachher nochmal aus, dass man es rausgepackt sieht. Und so funktioniert das Ganze. Ne? Hier habe ich das erste Mal etwas getan, was ich eigentlich nicht so schön finde. Da ist jetzt Lack drauf. Eigentlich Mattlack, aber die Jungs glänzen jetzt ein bisschen. Ich gehe davon aus, wenn es da 2, 3 Tage in der Sonne steht, dann ist das mit dem Glanz wahrscheinlich auch vorbei. Das ist doch schon gut so. Da können wir auf der anderen Seite gehen. Der Wagen ist komplett mit einer sogenannten Seilzugbremse ausgerüstet. Hier vorne sind Umlenkrollen, 2 Stück. Hier hinten sind Umlenkrollen. Und wenn oben hier der Wagenlenker an diesem Seil zieht, da wird die Bremse hinten angezogen. Das ist also eine sehr schöne Geschichte. Funktioniert sogar. So, die Pferde sehen von der anderen Seite genauso schön aus. Wollte ich euch heute mal gezeigt haben, was man aus Abfall alles machen kann. Übrigens, die Stange da drüben wird sich meine Frau, die Elke, freuen. Habe ich ihr geklaut von ihrer Gardine. Jetzt kriegt sie eh eine Gardine weniger angebastelt. Das war's wieder mal aus unserer deutschen Bastelstube. Freue mich auf die Gartenbahnsaison. Und übrigens, denkt dran, Leute. Ja? Am 30. April, also einen Tag vom 1. Mai 2017, ist wieder unser internationaler Fahrtag. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen. Bis später. Ciao.